Spätestens wenn der Helm dann auf dem Kopf sitzt und das Visier runtergeht, dann ist man im Rennmodus. Es war eine der ersten Runden, da muss man natürlich immer noch mal schauen, wo es wieder hingeht. Und da gibt man natürlich immer alles. Hart über den inneren Körper, in die rechts lang gezogene Kurve, Turn 3. Du musst gut platzieren, das Auto um eine schöne Grenze zu machen. Weil du links geht in die Turn 3, lange aus, Auto umsetzen. Und auch hier kannst du die lange Karte. Hart über den Körper, stopp, fällt das aus. Jetzt die berühmte Triple-Kurve. Im Rennen, wenn man ein Auto vor sich hat, das die ganzen Downforce nimmt. Hotelkurve, ähnlich auch in die Hotelkurve. Später scheint es weiter zu gehören. Dann haben wir dann die Schikane. Innen, links, rechts. Wieder mit einer der wichtigsten Kurven des Rennens. Lang gerade. Später auf der Bremse. Wichtig, das Auto hier ganz gut. Vorletzte Kurve, bevor es dann links in die Box geht. Oder im Zufall eben in die letzte Kurve auf Start ziehen. Das so, wenn man zwei Kameras verliert, dann waren wir vielleicht ein Ticken zu schnell. Aber ich freue mich, dass ich für die erste Streckenforscher machen durfte. Und ich würde es in Zukunft nochmal machen, auf jeden Fall. Juhu! Race Control für Posten 14. Eine Kamera habe ich hier gefunden.